Eine großartige Funktion, die ich regelmäßig brauche, ist der sogenannte Webclipper. In diesem Fall installiere ich ihn für den Browser Chrome. Wenn du in Google nach Webclipper oder Evernote Webclipper suchst, so kommst du automatisch auf diese Seite. Du wirst gefragt, ob du dieses Plugin, diese Erweiterung hinzufügen möchtest, und schon ist er hier. Beim ersten Mal musst du dich anmelden mit deinem Login. Und schon ist dieser Webclipper bereit. Du erkennst ihn an diesem Elefantensymbol. Probieren wir es gleich bei einer Zeitung. Hier habe ich nun einen Artikel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die du wählen kannst. Die eine ist, du kopierst einen Ausschnitt, der dich interessiert. Nehmen wir an, mal diesen hier, und klickst dann auf das Evernote-Symbol. Und zugleich wird dir dieser Aufschnitt aufgezogen. Häufig brauche ich stattdessen aber Artikel ohne Formatierung. So werden Werbeblöcke und so weiter ausgeblendet und der Text wird etwas übersichtlicher gemacht. Hier hast du übrigens auch gleich schon dieses Leuchtstiftsymbol. Du kannst also Markierungen hinterlassen, und das finde ich ebenfalls sehr praktisch. Ebenfalls wirst du gefragt, wohin, dass du diesen Schnappschuss speichern möchtest. Bei mir standardmäßig ist ein Notizbuch namens Offline ausgewählt. Ich habe einen Premium-Account, das heißt, ich kann auf meinem iPad diese Notizen auch ohne Internetverbindung anschauen. Und deshalb landen sie in diesem Notizbuch. Ich kann das aber selbstverständlich mit einem Klick ändern. Hier könnte ich auch noch gleich ein Schlagwort hinzufügen. Und mit Speichern wird dieser Text ins Evernote übernommen. Schauen wir mal rein. Ich klicke auf alle Notizen, damit mir alles angezeigt wird. Und im Moment ist es noch nicht hier. Ich muss noch über dieses Symbol hier synchronisieren. Voilà. Hier ist dieser Artikel gleich auch mit meiner Markierung.